Leute und herzlich willkommen zurück hier zur sechsten Folge Minecraft Cat World. Wie ihr seht, befinden wir uns immer noch in der Mine. Das liegt daran, dass meine Eisspitzhacke gerade kaputt gegangen ist. Und ich jetzt auch keine Lust mehr habe weiter zu minen. So, ich werde mal kurz meine Steinspitzhacke reparieren. Was war das für ein Geräusch? Egal. So. Hier seht ihr alles, was wir. Was ich erfahren habe. Leute, ich habe Dias gefunden hier. Und zwar war das so, ich war hier und habe da hinten abgebaut. Und zwar da unten im Erz. Und dann wollte ich wieder zurückgehen. Weil zum einen ist meine Spitzhacke gebrochen und zum anderen will ich da nicht auf die andere Seite, wer deine Mine ist. Und das ist ein Spinnen. Und dann bin ich hier entlang gelaufen. Und hier war eine Höhle und da habe ich vorhin einfach bloß Cobblestone drüber gebaut. Und da hinten sind einfach Dias. Und ich repariere jetzt kurz meine Spitzhacke. Und leere einen Teil meines Inventars aus. Und jetzt gehen wir die Dias holen. Ja, so, falscher Weg. Das hier ist der richtige. Oh. So, da hinten kommt nichts. Autsch. Ich könnte mir vorstellen, eine Farm mit denen zu machen, mit diesen. Jawohl, Dias. Geil. Vier Stück bloß. Schade. Ja gut, dann mache ich hier wieder einen Schnitt und wir sehen uns dann, wenn ich wieder irgendwas Interessantes gefunden habe. Ihr habt ja. Ich kann es ja mal kurz noch zeigen, warte. So. Das ist ja, wie gesagt, alles, was ich bis jetzt gefunden habe. Und das Holz ausgeschlossen, natürlich. So. Ich nehme Kohle für eine neue Backe. Und dann, ja, setze ich hier einen weiteren Cut. Und wir sehen uns dann, wenn ich wieder was Interessantes gefunden habe. Nochmal Dias gefunden. Eins. Okay, ich dachte schon, es wäre nur einer. Zwei. Drei. Bisschen Redstone. Oh, da ist noch ein vierter. So. Und vier. So, ist hier noch was? Nope. Schade. Ja, gut. Ich bin nochmal zum Ende des Ganges gegangen. Also, momentan habe ich jetzt meinen Tunnel gebaut. Und ich habe vorhin, ist mir eine Cave Spider entgegengesprungen und ich bin so erschrocken. Ja, und dann dachte ich mir, ja, schaue ich, dass alle meine Tunnel mal ausgeleuchtet sind. Und dann dachte ich mir da hinten so, die Fackel da, die drin kennt sich doch eigentlich nicht wirklich, wenn ich die hier so hinsetze. Ich grab mal da noch zwei Blöcke weiter und dann habe ich die Dias gefunden. Ja. Dias, yay. So. So, ich mache jetzt übrigens jeden Raum dicht, weil wie gesagt, mir ist gerade vorhin eine Cave Spider entgegengesprungen gekommen. Und ich will nicht, dass das nochmal passiert. Ich werde mal kurz hier. Mine. So, dann was nehme ich alles mit? Also die Dias nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit, Eisen nehme ich mit, Gold nehme ich mit, das und das nehme ich mit. So, dann das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das und dann nehme ich das mit meiner Kammer und kommst du. So, hier ist nichts drin, perfekt, dann gehen wir nach Kevin und lagern hier alles. 12. Ja, das braucht er.
Es schockiert mich doch sehr, dass wir nur zwei Eisenerz gefunden haben. Ah, ein Stack und zwei Eisenerz. Okay, passt. Ich dachte schon. Okay, dann. Dann, was können wir jetzt machen? Wir haben doch sehr viele Erze endlich. Was schon mal ein deutlicher Fortschritt ist, verglichen mit den letzten Folgen. Wie wäre denn das? Du gibst mir 5 Goldcoins für einen Diamanten. Und 2 Goldcoins für einen Gold. Ingot. Ich weiß nicht, was ich mit Gold sonst machen kann. Von dem her könnte ich. Wär das tatsächlich eine Überlegung wert, die Mengen gesamtes Gold zu verkaufen? So. Dann weiter im Text. Was wäre das Beste, was wir als nächstes tun könnten? Warum habe ich immer so viele Zwecke? Ist eigentlich schon. Ja, gut. Was hast du mir gegeben? Noch ein Magazin, das ist perfekt. Magazin ist perfekt. So, ich nehme das und das hier mal mit. Dann. Okay, ich höre ja schon auf, mein Inventar zu sortieren. So, wie macht man diese Strickleiter nochmal? Diese. Einfach nur Springs und Sticks. Okay. So, das erste, was ich gerade mal tun will, ist mir einen automatischen Ofen zu bauen. Ich überlege gerade mal, ich glaube. Ich glaube, wir können das auch anders machen, und zwar. Diese Apparatur hier, die fühlt überhaupt keinen Sinn. Und deshalb werde ich mir das hier klauen. Bin ich nicht voll böse? So, Insort und. Nehme ich hier mal die gesamte Kohle raus und dann brauche ich bloß noch einen Hopper zu machen. Dadurch spare ich mir extrem viel Eisen. So, und dort kann ich jetzt Eisen reintun. Dann, was sollte ich noch schmelzen? Gold. Osmium, Kupfer und ja, lass mal noch den Zinn schmelzen. Wie sieht es eigentlich damit aus? Das gibt ein Nugget. Ein Nugget. Ich hätte gehofft, dass das mehr gibt. So. Und jetzt. Habe ich geschossen. Und jetzt habe ich nochmal geschossen.
Und jetzt hätte ich gerade beinahe mal geschossen. Tu mal die Desert Eagle aus meinem Inventar raus, weil ich habe das Gefühl, dass ich, solange ich die im Inventar habe, ständig damit schießen werde. Was nicht gut ist, weil ich nur wenig Munition für die Desert Eagle habe. So, dann. Ich habe vorher neu zu diesem Ork oder was auch immer das ist zu gehen. Zum Glück haben wir da einen Beacon gemacht. Da findet man den gleich. Ich kann auf dem Beacon eigentlich einen Effekt drauf machen. Oder ihm seinen Beacon klauen. Wobei ich mich auch nicht unbedingt mit einem Ork angehen will. Von dem her lasse ich das mit dem Clown lieber mal. Und ja, mit einem Medizinmann kann man sich anlegen. Nicht mit einem Ork, aber mit einem Medizinmann ist überhaupt kein Problem. Und wenn schon, das merkt er sowieso nicht, dass da der Item-Conduit fehlt. So. Der Medizinmann hat doch auch diese übelgeile Waffe bei sich rumliegen. Die könnte ich ihm auch mal wegnehmen. So, warum laufe ich schon wieder ahnungslos, planlos durch die Gegend? Weil, keine Ahnung. So, ich muss dem. Jetzt weiß ich, was ich machen könnte. Ich kann nochmal in die Mine gehen. Und hier mal. Ich habe nur einen einzigen Flint, okay, aber Gravel habe ich ein bisschen mehr. Und dann nehme ich den Rest auch gleich alles mit. Und dann. So, hier ist nichts Besonderes mit. Da ist noch ein bisschen Cobblestone, aber den kann ich da lassen. Dann gehe ich zurück nach Catwell, öffne diese Tür, gehe hinein. Und ich suche Federn. So wie Holz. Ich lagere das mal alles ein. So. Und dann craften. Ja, schade, das geht hier nicht. Kann ich. Stimmt, hier ist Ex-Nihilo drin. Damit könnten wir ziemlich viel Scheiße bauen. Es ist schon wieder Nacht und da draußen lungert eine Spinne rum. Die bringt mich bestimmt gleich um. So, und. So, gibt's hier noch irgendwas, was ich vermutlich töten sollte? Oh, schade. So. Die XP-Mutter gerne mit. Und dann werde ich mich jetzt mal ein paar Blöcke hochstacken. Und diesen Turm wieder abbauen. In der Hoffnung, dass ich mindestens 6 Flint rausbekomme. Am besten genau 6 Flint, weil ich habe nämlich nur 6 Federn. Aber bloß jetzt nur einen Flint erhalten. Wie viel Flint habe ich? 5 habe ich. Ja, das geht auch schon mal.
So, 5 ist nämlich sowieso perfekt, weil jetzt kann ich nämlich alle verkaufen. Und ja, ich habe gerade Pfeile gecraftet, um sie danach zu verkaufen. So, und jetzt kaufe ich mir hier. Oh nee, ich dachte, ich würde mindestens 2 Dia-Münzen zusammenbekommen. Ach. Das nervt doch. Muss ich jetzt ernsthaft Weizen? Na gut, dann fahren wir halt Weizen. Lalalala. Ich hoffe, die Fischer dann kaufen noch die Körner ab, mit denen kann ich sowieso nichts anfangen. Und wenn ihr mir die abkauft, dann ist das immer perfekt. Also, eigentlich könnte ich das rausschneiden. Könnte ich. Wenn ich nicht immer so schneidfordere. So, dann das noch und das noch. Und dann gehe ich mal in mein Haus und schaue, ob ich noch weitere Körner habe. Tatsächlich 2 Stück. Ja, dann. Gut, dann. So, brauche ich noch 2 Goldmünzen. Ach so, ja, ein Haus muss ich auch noch bauen. So, die Frage ist jetzt, habe ich hier irgendeine Mod drin, mit der ich größere Kisten machen kann? Ich habe Bilder, Better Builders Wands drin. Das ist praktisch. Oh mein Gott, Flans Mod ist überhaupt nicht verbuggt, der Tipp. Ich habe die Invasion Mod drin, was sehr interessant ist. Wetten, da gibt es irgendwann eine Quest zu der. Meine eigene Mod. Sticht irgendwie vorher raus. Okay, ich habe keine Mod mit größeren Kisten. Das ist schade. Ja, ist gut. Geh weg. Danke. Okay. Dann. Jawohl. Danke.
So eine geschenkte Berserkrieger-Munition ist schon immer wieder toll. Nicht mehr genug, dass es sich rentieren wird, es zu verkaufen. Dann mit dem Kopper. So, dann mit hin. Aluminium, Aluminium. Das kann ich eigentlich auch beides da reinschmeißen. Ja, wenn Platz wäre, könnte ich es da reinschmeißen. Dann wird das wohl noch etwas dauern. So, jetzt ist die Frage, was will der Typ hier alles? Warum konnten die das nicht oben in dem seine Wohnung direkt reinmachen? Jetzt muss ich hier immer diese Strickleiter hoch und die sind ja sowieso aktiv gerissen. Wenn ich sie so nicht durchklettern kann. Und manchmal einfach so durchlaufen kann. Irgendwie seltsam. So, was wolltest du? Wenn es dort eine Werkstatt für mich gibt, in der ich arbeiten kann und du mich entsprechend für den Umzug bezahlst, werde ich darüber nachdenken. Oh. Hi, I'm Robert. Irgendwie kommt mir das gesamte Gerät hier seltsam vor. Der hat doch überhaupt nichts Strom. Der hat ja keine Solaranlage oder irgendwas. Ah, das ist ein Gas Burning Generator. Und das Gas wird. Ich verstehe es nicht. So, ich muss hier auf jeden Fall jetzt eine Werkstatt bauen. So. Ich denke mal, dass die nicht schön sein muss, wenn man die Häuser hier sieht. Seht es auch gut. Also, dann werde ich mal anfangen zu bauen. Ich würde sagen. Hier ist doch ein ganz guter Platz. Geil! Da kommt doch immer Freude auf, wenn das passiert. Nein, ich habe den Buchstaben gehört. So, das hier mal alles abgebaut und dann mit Cobblestone aufgefüllt. So, und dann sollte natürlich hier hinten auch so ein kleines Häuschen haben.
So, jetzt hätte ich gern zwei, aber davor würde ich mich erstmal hinlegen wollen, weil in der Nacht kommen böse Monster, die mich töten wollen. Ja, da steht wieder unzählige Male Hello Creature im Chat. Das ist eine Falltür. Also, sechs Zonen sollten reichen. Nein, ich will nicht einkaufen. Ich will, dass du mir ein Item schenkst. Komm, schenk mir was. Hallo. Na gut, dann. Schade. Ich hätte gerne ein geschenktes Item gehabt. Ja, gut, mit 12 Holz komme ich nirgends hin. Das sehe ich ein. Also tue ich das mal alles weg. Und dann, achso, ja, ich darf ihn nicht zu voll machen, weil sonst. Sonst kann das Erz da nicht mehr. Also, das, nicht das Erz, die Ingots können. Also, das ist geschmolzen, das kann nicht mehr reingelagert werden. So. Was könnte ich noch da rein? Das tun wir da rein. Dann. Das will ich nicht schmelzen, das brauche ich auch nicht. Jetzt noch nicht zu schmelzen. Ich weiß nicht mal, was das ist. Yellow Ride. Kann mir das mal einer erklären? Ich weiß, von welcher Mods das ist, aber ich habe absolut keinen Plan, was ich damit machen kann. In erster Linie deshalb, weil ich die Mod noch nie benutzt habe. So. Du bist mir nochmal ein. Naja, du gibst mir nochmal einen von denen, genau. So, und dann werde ich mal noch ein paar Sticks craften. Und die hier auch mal nehmen. Und dann noch ein paar Zäune zusammenbasteln und. Oh, ich dachte gerade schon, ich hätte kein Holz mehr. Sonst hätte ich jetzt auch noch Holz fahren müssen. Darauf habe ich ja gar keine Lust. So. Gut, dann. Das war doof. So. Ich würde hier gerne irgendwo Tiere dazu tun. Nur, das sieht auch perfekt aus. Jetzt brauche ich bloß noch was, womit ich die Tiere locken kann. Und dann Tiere, die ich locken kann. So. So. Schön viel Getreide. Nicht hüpfen, wenn man sich auf einem Feld befindet. Jetzt, Viecher. Am liebsten wären mir Kühe und Hühner. Kühe, weil ich Leder brauche, und Hühner, weil ich Eier brauche. Um einen Kuchen zu backen. Und ja, ich weiß, über diese Thematik werden sich jetzt alle schon die letzten zwei Folgen totgelacht haben. Seitdem die Quest mit dem Kuchen angefangen hat. Und an alle, die dazugehören, sei gesagt, ich verstehe echt nicht, was für ein Problem. Schafe, Schafe, überall Schafe. Wobei, so ein Schaf kann man auch mal töten. So.
Und die Frage, die ich mir gerade stelle, ist tatsächlich, läuft meine Aufnahme überhaupt noch? Ja, sie läuft. Okay, immerhin. So, man hört mich auch offensichtlich einigermaßen gut. Zumindest sagt mir das mein Aufnahmeprogramm. Als ob ich jetzt schon wieder nichts mehr zu essen habe. Das ist doch. Für die, die es nicht mitbekommen haben, das Crafting-Rezept von Fischklinge hat sich geändert. So, dann das da rein, ich noch irgendwas Essbares. Die kann man sowieso nicht zur Fischcreme verkraften, also kann ich die auch da rein tun. Und eigentlich hätte ich mir die Fischcreme aufheben sollen und nicht essen sollen. Ich habe doch genügend Weizen für Brote. Egal. Das ist Kupfer und das ist Kupfer. Kann ich das Kupfer irgendwie in das andere Kupfer umwandeln? Ja, kann man. Perfekt. Das finde ich immer gut, wenn es nur noch eine Art von Kupfer gibt. Kann ich dasselbe mit dem auch machen? Ja, gut. Sieht so aus, als wären die sowieso gleich bedeutend. Also, warum dann auf zwei unterschiedliche Stacks packen? So. Gut, dann weiter nach Tieren suchen für meinen Stall. Ich glaube, in dieser Richtung hier habe ich noch nicht so viel gesucht. Wobei hier scheinbar auch nur Schafe sind. Schafe, Schafe, Schafe. Wer braucht schon Schafe? Ja gut, ich würde sagen, ich beende dann die Folge hier an dieser Stelle. Ich werde mal noch ein bisschen weiter nach Tieren suchen, vielleicht finde ich ja noch was. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!